Neuer Tarzan. George aus dem Dschungel. Wer kennt's noch? Deswegen heißt es Hugo Hugo. Hugo Hugo arbeitet immer ein und dann der andere. Und singen machen wir gleichzeitig. Können wir auch Hugo Hugo machen? Ja, mach mal so. Nein, mach mal so. I go Hugo. Nee, Sync. Ihr habt einen Durchblick. Wir einigen uns noch drauf, ob wir jetzt Hugo Hugo machen oder I go Sync. Sync. Auf jeden Fall machen wir jetzt CrossFit. Im letzten Vlog schon angekündigt und heute kommt das Trainingsvideo hier in CrossFit Recklinghausen. Wir machen ein Partner-Trainingsvideo mit Marlon und mir. Wir ballern einfach mal ein bisschen. Viel Spaß. So, Workout steht. Es wird Gymnastik, es wird Langhantel. Wir werden ein Buy-in machen von 100 Double-Unders. Ein bisschen Seiten springen. Hup, hup. Hup, hup. Dann werden wir Sync arbeiten. Nicht Algo Yoga, haben wir entschieden. So Sync. Es wird eine 21-15-9 Workout. 21 Toast-to-Bar. Wir haben Push-Press 21. Wir haben 15 Pull-Ups. Wir haben 15 Handstand-Push-Up. 9 Bar-Muscle-Ups und 9 Thrusters. Und alles werden wir Sync machen. Also beide gleichzeitig, wenn genau dasselbe Rep-Cluster da draufsteht. Ja. Neuer Tarzan. George aus dem Dschungel. Wer kennt's noch? Ich verstehe das nicht, dass man Männer übersagt, dass die immer wie ein Kinder sind. Stimmt eigentlich gar nicht. Das stimmt. Oder? Nee. Hochgeflogen, hast du gesehen? Einfach so. Als ob's nichts wäre. Als ob's nichts wäre, weil es nichts ist. So, ich kann euch nämlich erklären. Das ist nämlich der Kinderkopf von mir gewesen. Das hat man so auf Metall aufgezeichnet und ausgeschnitten. War ich, glaube ich, 4. Hatte ich noch lange blonde Haare. Ja.
Nee, ich bin nur stärker geworden. Habt ihr gesehen, bei der letzten Muscle-Up, kleine Robbe. Ja, das war auch der, wie viel? 17. In der 5. Runde. Wir müssen nur 9 machen, also. Schade. Das 5 gemacht. Und wie ich schon erzählt habe, in dem ersten Video, nee, im zweiten Video, wo wir mit Dennis trainiert haben in Belgrad, ich mache aktuell ein bisschen mehr Functional Fitness. Einfach aus dem Grund, weil es mir auch aktuell mehr Spaß macht. Und ich finde, Training muss auch immer Spaß machen. Es kann nicht immer Spaß machen, irgendwann wird es auch zur Routine oder muss es zur Routine werden. Aber insgesamt muss man schon das Training mit Freude machen, dann macht man es regelmäßig. Und das finde ich bei CrossFit oder beim Functional Fitness momentan das, wo ich mich am meisten drin sehe. Ist einfach cool. Meistens hat man immer eine Gruppe von 5, 6, 7, 10 Mann. Man pusht sich immer gegenseitig. Es gibt immer einen, der ein bisschen besser ist. Macht einfach Spaß. Es kann immer Spaß machen. Trinkt Alpro und werdet schöner. Dieses heutige Video wird nicht gesponsert von Alpro. Schade eigentlich. Ich trinke jetzt hier gerade mein Post-Workout-Shake. Man könnte einfach nur sagen, sein Eiweißgetränk nach dem Training. Ich finde es schrecklich, dass man alles auf Englisch sagen muss, oder? Wir müssen mit der Zeit gehen. Nee, muss man nicht. Ich finde, man kann auch oldschool bleiben. Weil wenn du dein Training machst, ist zum Beispiel, du musst das Movement so machen, du musst das Squat und die Overhead Position. Scheiße, das ist die Kniebeuge und das ist die Überkopfposition. Es ist die Bewegung, nicht das Movement. Es ist wie mit allem, man muss es nicht übertreiben. Außer beim Shake, da darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Add some protein. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der macht noch ein bisschen Protein rein. Ich mache jetzt hier ungefähr, ich glaube, 65 Gramm. Im Post-Workout-Shake, alle, die es jetzt nicht verstanden haben, kommt Eiweiß rein. Da kommt jetzt ein Scoop Kreatin rein. Kreatin nehme ich meistens zweimal am Tag, meistens direkt morgens. Oder ich trainiere morgens, dann nehme ich es ein bisschen anders. Und ich nehme es einmal nach dem Training. Was immer mit reinkommt, ist Glutamin. Hilft ein bisschen der Verdauung, um Enzyme zu bilden im Magen. Hilft auch der Regeneration. Glutamin ist eine der Aminosäuren, die beim Training am meisten beansprucht wird. Ich mache jetzt nicht groß Kohlenhydrate rein, weil ich habe den ganzen Tag schon relativ viel Kohlenhydrate gegessen. Das Workout war jetzt nicht so extrem lang und ich werde gleich wieder kohlenhydratreich zu Hause essen. Ansonsten, wenn ich zum Beispiel schwer Beine trainiere oder einfach unglaublich ein langes Workout mache, dann kommen auch immer Carbs mit rein. Zum Beispiel oben haben wir von Optimum Nutrition Maltodextrin. Das klappt immer ganz gut, dann mache ich meistens eine Mischung 1:1. Also auch nicht so viel, denn 50 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Kohlenhydrate, Glutamin und Kreatin habe ich immer mit drin. Kreatin, nur so gegen das Mythos, es gibt keine Kreatinkuren, man nimmt Kreatin durchgängig. Bei mir zum Beispiel, ich wiege jetzt 96 Kilo, ich nehme 2 mal 5 Gramm, 10 Gramm am Tag. Der Shake ist schön cremig. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat das kurze Trainingsvideo gefallen. Wir sind wieder in den Startlöchern, dass es weitergeht. Freut euch auf mehr Content. Wer mehr vom CrossFit sehen will, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.